Wenn du zum ersten Mal Gemüse anbauen möchtest, dann solltest du diese drei Kandidaten auf jeden Fall in dein Beet pflanzen, weil die so unkompliziert und quasi von selber wachsen, dass du eigentlich überhaupt nichts falsch machen kannst. Kandidat Nummer 1 ist die Zucchini. Die wachsen eigentlich immer und eine einzige Pflanze reicht schon aus, um genug Zucchinis für eine kleine Familie abzuwerfen. Und Kandidat Nummer 2 sind die Radieschen. Die wachsen nämlich super schnell, sodass man nach 3 bis 4 Wochen schon die ersten Radieschen ernten kann. Der dritte Kandidat ist der Knoblauch. Dafür einfach mal eine Knolle auseinanderbrechen und die Zehen mit der flachen Seite nach unten in die Erde stecken. Und das Beste ist, nach der Ernte kannst du einfach ein paar von deinen Knollen aufheben, die wieder in den Garten pflanzen. Und dann hast du bald überall Knoblauch.